China ist auf dem besten Weg, Rohstoffe auf dem Mond abzubauen. Es könnte damit weltweit einen Vorsprung erreichen, der für andere Nationen dann nur noch schwer einzuholen wäre. Und im Moment läuft alles nach Plan. Und das ist nur ein Gebiet, auf dem China den Westen wohl bald überholen wird. Und es ist eines der wichtigsten. Wie ist die Lage? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. China läuft dem Westen im Moment in vielem den Rang ab und nicht wenige in der Politik lassen die Alarmglocken klingeln. Gerade erst wurde der deutsche Roboterhersteller KUKA von einer chinesischen Firma gekauft und wenn man sich in der App von Ninebot umschaut, die Segway gekauft haben und jetzt die führenden Hersteller in diesem Bereich sind, sieht man auch nur noch Chinesisch im wahrsten Sinne des Wortes. Alle Kommentare sind in Chinesisch oder fast alle. Ich habe mir schon überlegt, ob man nicht schon bald Chinesisch lernen sollte. So oder so, China übernimmt weltweit eine immer größere Rolle und man sollte dabei nicht vergessen, dass es ein totalitärer Staat ist. Sie sind zum Beispiel führend in den Bereichen Elektroautos, regenerative Energien und vielleicht auch schon bald in der Kernfusion. Denn darüber wird im Moment ausgerechnet in der chinesischen Raumfahrt nachgedacht. Die Chinesen waren 2016 als erste in der Lage, ein Wasserstoffplasma mit einer Temperatur von 50 Millionen Grad für mehr als eine Minute, nämlich genau für 102 Sekunden aufrechtzuerhalten. Ein kleiner, aber bedeutender Schritt auf dem Weg zur Kernfusion. In ihrem Experimental Advanced Superconducting Tokamak, kurz EAST-Reaktor, wollen sie in diesen Rekord schon bald um das Zehnfache überbieten. China ist übrigens auch am ITER, dem Fusionsreaktor, beteiligt, der im Moment in Südfrankreich in Cadarache gebaut wird. Der ideale Brennstoff für die Kernfusion wäre aber Helium-3. Und davon gibt es auf der Erde nur 15 Tonnen, also insgesamt. Auf dem Mond wären es mindestens 1 Million. Und genau deshalb ist China jetzt aktiv geworden. Was nur wenige wissen, bereits vor 5 Jahren haben die Chinesen einen Rover auf dem Mond abgesetzt und bis 2020 sollen 2 weitere Missionen folgen. Ihr Ziel, den Abbau von Helium-3 auf dem Mond vorzubereiten. Die zweite Sonde soll dabei Proben wieder zur Erde zurückbringen. Noch ist das alles hypothetisch und der Abbau dieser riesigen Menge Helium-3 ist nicht gerade leicht, da es im gesamten Mondstaub gleichmäßig verteilt ist. Wem es aber gelingt, eine Technik für den Abbau zu entwickeln, der hätte Ende dieses Jahrhunderts vielleicht die Kontrolle über den wichtigsten Rohstoff für die Menschheit. Ja, wenn es Neues dazu gibt, dann halte ich euch natürlich hier auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir genau hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht, mir einen auf die Glocke zu geben, denn nur dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ja, hier geht es weiter mit Menschen sollen auf dem Mond siedeln. Das plant nämlich die Europäische Weltraumagentur ESA. Schaut es euch an, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt und ansonsten bis dann. Bleibt dran.